Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke vielmals, dass ich als Raumplanerin hier überhaupt zu Wort kommen darf. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Veranstaltern bedanken, auch für diese Chance meiner Branche, sage ich, weil ich glaube, hier Architektur einerseits, also das Objekt im Mittelpunkt stehend und andererseits aber der räumliche Kontext, sprich der gemeindliche zum Beispiel oder der regionale, ein ganz was Wichtiges ist. Also vielen Dank. Ich muss ehrlich sagen, ich habe fast ein bisschen jetzt ein schlechtes Gewissen nach dem Referat vom Herrn Schatzmann, der sehr stark auch unsere Emotionen sozusagen doch aktiviert hat, hier einen sehr nüchternen Blick zu werfen. Das ist die Art der Raumplaner. Sie sind in der Regel sozusagen diejenigen, die dann mit dem Doktorblick kommen, einmal eben eine Diagnose stellen und dann eine Therapie verordnen und alles mit einer gesunden Distanz. Also ich habe hier auch diese Deformation professionell und werde sie vielleicht hier eben ein bisschen enttäuschen, weil ich nicht so ganz in ihr Herz eindringen werde können. Nein, passt so. Ich mache das so. Also ich habe Bildung genannt jetzt die Schlüsselressource für die Gemeinde- und Regionalentwicklung. Und schauen wir uns einmal an, was aus der Blickwinkel des Planers, warum diese Bildung so eine zentrale Rolle spielt. Und zwar natürlich zuerst einmal diese, und wir Planer sind ja da auch geschädigt, einmal die ökonomische Dimension. Ja, also Bildung, sagt man, ist heute mehr oder weniger die Wurzel für eine hohe Produktivität und Wertschöpfung in einer Region und damit für Prosperität sowohl der Haushalte als auch eben der Gemeinden und dann natürlich auch der Region. Dann ganz wichtig heute, sagt man, Bildung ist die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit von Räumen. Also wenn wir eben Räume haben, wo ein hohes Bildungsniveau herrscht, dann sind diese Räume im globalen Wettbewerb in der Regel gut aufgestellt. Das gilt natürlich auch voran für die Unternehmen, ja, aber bis hinunter zum einzelnen Arbeitnehmer. Dann natürlich ist Bildung ein ganz wichtiger Standardfaktor, wenn Unternehmen sozusagen auf der Suche nach dem richtigen Standort, nach Zukunftsfähigkeit für ihren Standort sind. Das muss man aber sagen, das sind nicht nur die Hochqualifizierten, die oft für diese Unternehmen wichtig sind, sondern auch die weniger Qualifizierten. Aber dass es hier große Reserven und eine Variabilität hat. Dann natürlich ist Bildung, und das ist für mich aufgrund eines Projektes, das wir hatten, ganz ein wichtiger Moment. Also ist die Voraussetzung für diese Flexibilität, die man heute eben verlangt von ganzen Gesellschaften. Also Innovationsfähigkeit, das ist aber oft im ländlichen Raum zu hoch gegriffen. Nicht jeder ist ein Innovator, ja, aber er muss ein Adapter sein. Also er muss sich anpassen können, weil das bedeutet eben Zukunftsfestigkeit. Dann natürlich sagt man, Bildung hängt mit diesen ökonomischen Dingen zusammen, die ich vorher genannt habe, ist ganz wichtig für die soziale Stabilität eines Gemeinwesens. Qualifizierte haben in der Regel, das ist statistisch bewiesen, eine höhere Erwerbsbeteiligung, sie haben eine geringere Neigung zur Arbeitslosigkeit und auch zur Armut. Und dann natürlich ist Bildung, und das liegt mir sehr am Herzen, die individuelle Möglichkeit eröffnet, sie zur Teilhabe an der Wissensgesellschaft und, wie wir jetzt schon gehört haben, an der Wissensökonomie. Also das ist ja so quasi der Rohstoff, der in unseren Breiten im Prinzip das Essentielle bilden wird. Ich glaube auch für ein gelingendes Leben, und zwar im Hinblick, so wie es Liesmann genannt hat, die Durchdringung der Welt. Da ist Bildung auch meistens ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann, jetzt spreche ich als Raumplanerin, ganz wichtig, Bildung ist eben ganz wichtig für eine Region, um, es wurde schon kurz angedeutet, diese demografischen Lücken, die sich auftun werden, wir werden noch sehr viel davon sprechen, eben zu schließen, sozusagen durch die Veredelung im regionalökonomischen Sinne der weniger Menschen, die sich in diesen Regionen und Räumen aufhalten. Aber, und da sehen wir jetzt ein bisschen den Pferdefuß, der sich damit verbindet, Bildung ist auch ein ganz entscheidender Treiber für die selektive Abwanderung.
Selektive Abwanderung heißt, dass gerade die jungen, gut ausgebildeten aus den strukturschwachen, können wir aber durchaus einklammern, nicht nur, sondern vor allem aus den ländlichen Räumen sozusagen, dass diese Leute weggehen und damit die Wissensdisparitäten eben zwischen Zentren und Peripherie sozusagen verursachen. Ja? Okay. Und damit sind wir aber in einem Teufelskreis drinnen, nämlich es kommt generell zu einem Nachwuchs im ländlichen Raum. Der Herr Schatzmann hat ja das eben für Wattens geschildert. Ja? Und zugleich versucht man jetzt diese Lücken durch Bildung, höhere Bildung zu schließen. Und umso mehr die höhere Bildung sozusagen die Basis ist, umso größer ist die Wanderungsneigung. Also wir sind hier in einem sehr schwierigen Zusammenhang. Das ist einmal sozusagen das grundsätzliche Statement. Und ich möchte jetzt und lade Sie dazu ein, die unterschiedlichsten Bildungsstationen in einem strukturschwachen Raum mit mir durchzugehen und sozusagen hier mal hinzuschauen, wie ist da die Befindlichkeit. Und ich habe mir gewählt die NOC-Region Oberkärnten, weil ich da mit einer Mitarbeiterin gemacht habe einen Demografiecheck, weil eben hier dann die Demografie ganz wesentlich oder eine kritische Reflexion der demografischen Vorgänge als Ausgangspunkt dann für eben weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit einem LEADER-Programm sein sollen. Ja? Also ich hänge es hier auf, weil ich hier die Erfahrung habe, aber man kann durchaus sagen, pass pro toto spreche ich. Also ich spreche für viele ländlich strukturschwache Regionen. Damit Sie einen Überblick haben, ganz kurz charakterisiert, die Region hat etwa 53.000 Einwohner. Sie besteht aus 16 Gemeinden und da sehen Sie schon den Zuschnitt, umso nördlicher Sie sind, umso größer sind. Also eine Gemeinde hat oft eine 30 Kilometer lange Längserstreckung, ja, ist ein Riesenthema natürlich gerade im Zusammenhang mit der Schule. Der Hauptort ist in dem Fall Spital an der Trau mit etwa 16.000 Einwohnern und die Prognose der Statistik Austria, also das ist nicht jetzt unsere Prognose, sondern die offizielle Prognose, die eine sehr vorsichtige ist, ja, spricht aus, dass etwa, also ohne den Hauptort, ungefähr jeder 11. Bürger binnen 20 Jahren fehlen wird. Ja? Insgesamt sagt die Statistik Austria etwa 3.400 Personen. Das heißt, man kann sagen, die Region schrumpft innerhalb von 20 Jahren um den viertgrößten Ort in der Region. Also der wäre nicht mehr da, wenn man die alle sozusagen konzentrieren würde auf eine Gemeinde. Und zwar aufgrund einer negativen Geburtenbilanz. Das heißt, es sterben mehr Leute innerhalb dieser 20 Jahre, als neue geboren werden und einer negativen Wanderungsbilanz. Also es wandern mehr ab, als tatsächlich geboren werden. Und was in unserem Kontext ist noch interessant, was sind jetzt die aktuellen Bildungsabschlüsse? Also über sozusagen die 15- und Mehrjährigen, also bis 100-Jährigen sozusagen. Also Sie sehen, dass die Pflichtschulabsolventen in den strukturschwachen Regionen immer über dem Österreichschnitt sind. Also wir haben etwa ein Drittel, haben nur unter Anführungszeichen einen Pflichtschulabschluss. Die Lehre ist der dominante höchste Schulabschluss, also wirklich sehr dominant mit 42%, auch etwa der Arbeitnehmer, kann man dann sagen, derzeit in dieser Region ist ein bisschen drüber über den Österreichschnitt, auch ein bisschen schon dann drunter, wenn man sozusagen weiter in Ausbildung ist als bis 15 Jahre, nämlich berufsbildende mittlere Schule, haben wir in der Region 13% und in Österreich 16%. Und dann kippt es sozusagen noch viel stärker. Matura haben wir in der Region 10%, währenddessen Österreich der Schnitt 14% ist und Universität und Fachhochschule, da wird es ganz dünn dann, nur mehr 2,6% Akademiker und
11% ist der österreichische Schnitt. Also wir haben dort wirklich eine Gemeinde, wo es keinen einzigen Akademiker gibt, zum Beispiel. Und ich möchte jetzt mit Ihnen kurz die Bildungsstationen durchdeklinieren. Wie schaut es dann ganz konkret aus? Also das Erste ist natürlich der Kindergarten. Alle Gemeinden haben einen Kindergarten, mit Ausnahme einer Gemeinde, die sich mit einer anderen zusammengeschlossen hat zu einem Kindergartenzentrum. Das werde ich unten noch erwähnen. Ist extrem beeindruckend, was die da gemacht haben. Ja? Die Auslastung, kann man sagen, ist sehr gut bis befriedigend, obwohl eben die Kinder immer weniger werden. Also innerhalb des Prognosehorizonts sagt die Statistik Austria, -20%, sind aber natürlich, wir haben es ja gehört, auch in der Vergangenheit enorm geschrumpft. Warum sind dennoch die Aussichten für den Kindergarten gut? Das hat vor allem dann gesellschaftliche Veränderungen als Hintergrund. Nämlich erstens einmal, dass das verpflichtende Vorschuljahr eingeführt wurde im Kindergarten. Also das hat natürlich sozusagen die Kinder generell mobilisiert. Dann haben wir natürlich auch in diesen Regionen eine wachsende Frauenerwerbsbeteiligung, sehr viele Scheidungen. Immer mehr alleinerziehende Leute auch am Land, vor allem auch Männer, relativ, also gar nicht so wenige. Und dann natürlich dadurch, dass die Bevölkerung volatiler ist, auch viel mehr Leute und Familien, die faktisch kein familiäres Unterstützungsnetz haben, durch die Eltern zum Beispiel, ja, weil sie zugezogen sind. Und was auch die Bürgermeister, und ich bitte Sie also hier auch ein bisschen selbstkritisch dann zu hinterfragen, die Situation völlig unterschätzen, ist die Notwendigkeit der Kleinstkinderbetreuung. Die sagen noch sehr selbstbewusst, und bei uns, das gibt es nicht, da ist einmal ein Kind vor 3 Jahren auf jeden Fall zu Hause. Das stimmt nicht aufgrund dieser sozialen Veränderungen. In diesem Kindergartenbetreuungszentrum, wie das heißt, also kurz Kieze immer genannt im Jargon vor Ort, ist es so gewesen, dass die Ganztages-Kleinstkindbetreuungen haben ab 1 Jahr und das waren die ersten Plätze, die sofort weg waren. Also der Bedarf ist unglaublich groß und es werden auch hier Kinderkrippen gebaut. Ich bin eben Planerin und es geht auch hier immer wieder sozusagen gute Rezepte zu verteilen. Und da wäre natürlich das erste Rezept Gemeindekooperation, auch bei der Kleinkindbetreuung. Ja, und da haben die eben ganz was Tolles gemacht, die Stadt Gmünd in Kärnten und eben ihre Nachbargemeinde, nämlich Malta, haben ein Kinderbetreuungszentrum gebaut. Eine Gemeinde hat verzichtet auf ihren Kindergarten, das heißt insgesamt 130 Kinder können in diesem Betreuungszentrum eben betreut werden, maximal. Und was jetzt kommt und was ganz entscheidend für mich für diese Problematik ist, ja? Sie können damit 5 verschiedene Tarifmodelle anbieten. Also ich will das jetzt gar nicht ausführen, nämlich zum Beispiel Vormittagsbetreuung ohne Mittagessen, Vormittagsbetreuung mit Mittagessen, Nachmittagsbetreuung ohne und mit Essen und dann eben auch noch ein 120-Stunden-Modell, je nachdem, welche Tage man vor- und nachmittags sozusagen. Das ist natürlich nur möglich, wenn hier eine Zusammenarbeit geschieht, weil sonst haben sie einfach zu wenig Kinder. Aber, und da sind wir beim springenden Punkt, die Diversität ist das, was den Wettbewerbsvorteil der Städte bildet. Das heißt, wir müssen auch am Land und auch im strukturschwachen Gemeinden mehr Diversität auf die Beine bringen können. Und da ist diese Kooperation ganz was Wichtiges. Ja, wir haben dann weiter vorgeschlagen, sie hätten ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kinder- und Altenbetreuung und so weiter zu kombinieren. Ich muss mich ein bisschen sputen. Das Zweite ist natürlich die Volksschule. Ja? 16 Gemeinden haben insgesamt 26 Volksschulen. Das staunen Sie. Es gibt Kleingemeinden, die haben 4 Volksschulen. Warum? Eben, weil der Zuschnitt der Gemeinden so fast ein bisschen prekär ist. Ja? Die Prognose ist eben, dass gerade die Volksschüler stark abnehmen werden. Und zwar deshalb, weil eben hier sozusagen die Schulpflicht natürlich also seit Jahrhunderten da ist und nicht irgendwas Neues da dazugekommen ist, sondern zack, das schlägt voll durch. Weniger Kinder bedeutet einfach,
letztlich immer kleinere Klassen, bis die ganze Sache, wie wir gehört haben, aufgegeben werden muss. Das heißt, die Volksschulen sind nicht genügend ausgelastet. Ja? Und da bitte ich Sie zu beachten, dass die Abwanderungen aus dem ländlichen Raum, das wurde für die Steiermark und jetzt auch für Kärnten untersucht, 2/3 der Abwanderungen in der Fertilitätsphase stattfinden. Das heißt, in einer Lebensphase, wo zwischen 20 und 40 Jahren, also wo normalerweise die Kinder auf die Welt kommen. Das heißt, wir sind mit dem Phänomen konfrontiert, dass sozusagen die nicht mehr vor Ort lebenden Kinder oder geborenen Kinder eigentlich eine der größten Gruppen ist. Die fehlen einfach, weil die Eltern abgewandert sind. Und dementsprechend sind weitere Volksschulschließungen, hat man da vor Ort voll diskutiert, natürlich zu erwarten. Und natürlich haben wir dann gesagt, also Zusperren allein genügt nicht. Zusperren allein genügt nicht, das muss generell sein. Bei dieser Austeritätspolitik, ja, muss man sagen, weniger werden allein ist sicher der falsche Weg. Es muss immer parallel dazu eine Strukturverbesserung ermöglicht werden. Ganz wichtig. Das heißt, die Verluste sind abzufedern. Und da möchte ich einen Bürgermeister zitieren, der das im Prinzip das Thema auf den Punkt gebracht hat. Wir haben es indirekt vom Herrn Schatzmann schon gehört. Wir haben die Folgewirkung der Volksschulschließung total unterschätzt. Warum? Weil die Volksschule ist nicht nur der Bildungsnahversorger, er ist der Identitätsstifter, nicht nur für die Kinder. Auch ich bin eben in eine Landvolksschule gegangen. Wir haben einen riesen Zusammenhalt heute noch. Ja? Sondern er ist es für das ganze Dorf im Prinzip. Ja? Er ist ein Frequenzbringer. Diese Schulen sind in der Regel im Zentrum angesiedelt. Das heißt, es wurdelt dann wenigstens am halben Tag mit den Kindern um die Schule herum. Die Schule ist aber auch eine Integrationsmaschine für die Zuwanderer. Ganz etwas Wichtiges. Und es ist ein entscheidendes Kriterium für Zuwanderung. Wenn Sie heute sich letztlich in den Wettbewerb um Neubürger stürzen müssen, auch als Kleingemeinde, dann haben Sie einfach ein wesentliches Atu aus der Hand gegeben, wenn Sie keine Volksschule mehr haben. Sie wollen ja Jungbürger haben und nicht nur lauter Pensionisten. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, auch hier wieder, die Gemeinden müssen kooperieren, und zwar das gerecht verteilt ist der Aufenthalt der Kinder im Dorf. Das ist etwas ganz Wichtiges. Um das geht es. Und nicht so quasi, wir machen dann einen zentralen Ort und dann kübeln wir alle Kinder per Bus dorthin. Das ist wirklich also Harakiri für diese Regionen. Ja? Und dann natürlich das proaktive Anwerben der Dings. Dann Hauptschule, neue Mittelschule, Unterstufe, Gymnasium. Also das war ja immer mikroregional organisiert und daher ist die Auslastung im Prinzip okay, gut bis genügend. Genügend ist natürlich die Hauptschule, weil sie ist ein pädagogisches Auslaufmodell. Ja? Was auch spüren diese mittlere, also die Sekundarschule sozusagen, was spürt sie auch ganz klar? Natürlich, dass die Jahrgänge immer kleiner werden und dass es eine starke Konkurrenz unter den Schultypen einfach gibt. Und natürlich der Anteil der zu Matura führenden Schulen einfach wächst und wesensgemäß natürlich immer die Fahrschüler hier also ganz groß waren. Auch hier ist es wichtig eben die Heterogenität der Gesellschaft, also wir sagen ja immer, die Gesellschaft wird bunter, die muss sich auch in diesen Situationen eben durch ein Angebot irgendwie befriedigen können, weil sonst sind die jungen Leute weg. Das heißt, unterschiedliche pädagogische Konzepte, unterschiedliche Schwerpunkte, natürlich in Abstimmung in der Region, ganz etwas Wichtiges, obwohl alle sozusagen nur einen oder hier eben einen Schultyp anbieten. Gut, Oberstufe, höhere Schulen. Also in dem Fall haben wir das Dilemma, dass sozusagen der Hauptort der Region völlig am Rand ist, nämlich Spital ist sozusagen ganz am Südrand der Region. Das heißt, es gibt enorm lange Pendelzeiten. Wenn die Schüler in diesem Alter sozusagen in die Oberstufe kommen, sind viele von ihnen nicht nur Tagespendler, sondern wenn sie zum Beispiel nach Klagenfurt oder Villach ins Gymnasium wollen oder in eine berufsbildende höhere Schule,
dann sind sie im Prinzip Wochenpendler. Also das erschwert die ganze Geschichte. Ja, natürlich, der Nachwuchsmangel wird kompensiert, bin ich fertig, ja? Der Nachwuchsmangel wird kompensiert, eben indem ein immer größerer Anteil diese Schultypen, muss man sagen, besuchen. Also denen geht es im Prinzip gut, wenn wir heute über Leerstand sprechen, dann reden wir nicht über diese Schultypen. Ja? Und Optimierungen wären, und das ist jetzt eine Idee, die haben die Niederösterreicher geboren, ja? Das Talentehaus. Was ist das Talentehaus? Das Talentehaus will durchkreuzen das Vorurteil, dass eben man eine wirklich internationale Karriere unbedingt von einer Stadt aus starten muss. Das Talentehaus will eben schulbegleitend mit besten Lehrern, Universitätslehrer, Konservatoriumslehrer, eben kommen in diese peripheren Regionen, das wurde in Grafeneck im Waldviertel die erste gegründet, und unterrichten, und jetzt sage ich Ihnen die Pilotstudiengänge, die es gibt, dann wissen Sie, was man meint damit, nämlich einerseits Violine und andererseits Ingenieurwesen. Ja? Schulbegleitend mit den besten Lehrkräften werden Sie auf dem Land eben unterrichtet. Das wäre eine Initialzündung eben für viele strukturschwache Gemeinden. Und natürlich wünscht sich die Region auch eine HTL im Zentrum. Ja? Die Lehre, wir dürfen sie ja nicht in den ganzen Bildungsverläufen vergessen, weil sie sind im Prinzip die großen Verlierer bei den aktuellen Bildungsabschlüssen. Ja? Das heißt, wir haben immer kleinere Jahrgänge mit immer wenigeren Anteil oder immer geringer wird der Anteil eben der Lehranfänger. Ja, das ist unglaublich, ein ganz schneller Prozess, der sich hier sozusagen vollzieht. Wir haben ja ursprünglich gehört, dass der Facharbeiter unten stets noch einmal mit 42% mit Abstand der dominante Bildungsabschluss in der Region ist. Und heute haben wir aber nur mehr 720 Lehrlinge insgesamt, das heißt noch gar nicht, dass die wirklich in der Region wohnen, ja, in der ganzen Region bei 53.000 Einwohnern. Also Sie sehen, da tut sich innerhalb weniger Jahre ein totaler Mangel an Facharbeitern auf. Aber die Facharbeiter sind die großen Stützen der Regionalökonomie heute. Also wenn die wegbrechen, ist das eine Katastrophe. Ja? Was eben ein ganz schwieriger Moment ist, ist die Diversität, die mangelnde Diversität der Lehrstellen. Also wir haben hier 4 Branchen, die in namhafter Weise Lehrlinge überhaupt ausbilden. Das ist dort nämlich der Tourismus, Gott sei Dank, dass es ihn gibt, ja, das Baugewerbe, der Handel, die Sachgütererzeugung. 4 Lehrberufe, also namhaft muss man sagen, natürlich gibt es 2 Friseurlehrlinge auch, ja, aber wir haben 235 Lehrberufe in Österreich, ja. Also das ist ein Mangel an Diversität, treibt auch hier die jungen Leute zur Abwanderung. Und vor allem haben wir jetzt schon Rekrutierungsprobleme bei den technischen Berufen und den Sozialberufen. Was wären jetzt mögliche Optimierungen? Also grundsätzlich wird ja der Bund hier tätig, ich habe es nur aus den Nachrichten gehört, nämlich dass die Ausbildungspflicht ab nächsten Jahr bis 18 Jahre eingeführt werden soll, österreichweit. Das heißt, jedem Lehrwilligen ist sozusagen eine adäquate Lehrstelle garantiert. Dort, wo sie nicht in der Region bereitgestellt werden kann, muss der Staat als Lehrherr mit Lehrwerkstätten oder auch in den eigenen Reihen mit Lehrberufen eingreifen. Also das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir aber jetzt die Mobilitätsverhalten uns anschauen. Nämlich, dass also die Ausbildungspflicht vielleicht weiterhin ankurbelt, sozusagen die Abwanderung, einfach weil der adäquate Lehrplatz vor Ort nicht zu finden ist. Was ganz wichtig ist, worauf man schauen muss, eine hohe Passfähigkeit von Berufswünschen, vom Ausbildungsangebot und den Erwerbsmöglichkeiten. Es wird oft die Ausbildung noch garantiert, aber dann sozusagen die Erwerbsmöglichkeit fehlt dann. Die Mädchen müssen mehr an die technisch-naturwissenschaftlichen Lehrberufe herangeführt werden. Exzellenzinitiativen
und dann natürlich auch Neueinsteigerinnen generell begünstigen, vor allem um den Informationsfluss sozusagen zu festigen, nämlich in Gewerbe und Landwirtschaft gibt es hier schon virtuelle Plattformen, wo eben Angebot und Nachfrage besser aufeinanderdrängen. Und jetzt sind wir bei der letzten Bildungsstufe, nämlich bei den tertiären Bildungseinrichtungen. Und wenn ich in meinem Referatstitel gehabt, ländliche Räume unter Druck, dann geraten sie vor allem in diesem Stadium unter Druck. Ja? Das heißt, der Trend zu den tertiären Bildungsabschlüssen, sprich Uni oder FH, wird kaum in den peripheren Herkunftsregionen wirksam. Ja? Das heißt, heute sind viele junge Leute natürlich wandern deshalb ab, weil sie eben eine höchste Ausbildung genießen wollen und gehen deshalb in die Stadt. Ja? Und Sie sehen, 26% aller Abwanderungsbewegungen in Kärnten, also grenzüberschreitend Kärnten, finden zwischen 20 und 24 Jahren statt. Das heißt, die gehen natürlich sozusagen an den Studienort. Und das Kritische jetzt für diese strukturschwachen Herkunftsregionen ist, dass diese Universitätsstädte langfristig die Studienabsolventen sozusagen an sich binden, zuerst sie abschöpfen und dann langfristig an sich binden durch einen attraktiven Arbeitsmarkt, vielfältiges, adäquates, ganz wichtiges Arbeitsplatzangebot und eben die urbanen Lebensqualitäten. Aber man muss, jetzt sage ich etwas noch, auch noch dazu, man muss auch sagen, nicht alles ist der ganzen Wanderungsgeschichte ist sozusagen bildungsabhängig. Heute macht man das vor allem, um sich persönlich zu entwickeln. Ja? Also von der Wiege bis zur Bahre an einem Ort, das ist einfach ein Auslaufmodell, auch wenn ich nicht studieren gehe. Und dementsprechend niedriger ist aber dann die Akademikerquote, weil die Universitätsstädte die Absolventen an sich binden. Ja? Und da hat natürlich der Staat auch eben die Dezentralisierung der tertiären Ausbildungsstätten durch die FH hat er den absolut richtigen Schritt getan. Der kommt sehr stark auch den ländlichen Regionen zugute. Ja? Dementsprechend wünscht sich natürlich die Region eine FH. Und dann hat sie zur, was ganz jetzt wichtig ist, die Regionalökonomie bestimmt letztlich, muss bestimmen, das Thema zum Beispiel einer Fachhochschule. Und oft wird es einfach aufgepfropft, ja, und hat mit der Regionalökonomie, die bisher sozusagen dominant war, nichts zu tun. Und dementsprechend wird oft sogar durch diese Bildungseinrichtungen die Abwanderung noch angeheizt, weil die jungen Leute keinen adäquaten Arbeitsplatz finden, beziehungsweise nicht die Voraussetzungen sehen, sich selbst dort einen zu schaffen. Daher ist es ganz wichtig, einmal, sage ich immer, proaktiv sich um Rückwanderer und um die Abgewanderten zu kümmern. Also das erste davon wäre, eine Kontaktstelle zum Beispiel an den Studienorten zu gründen oder vor Ort einen Außenminister oder Botschafter, der ständig den Kontakt hält zu den Abgewanderten. Und wichtig ist eben, ihnen auch konkrete Rückkehrangebote machen zu können, wie zum Beispiel ein Package aus bezugsfertiger Startwohnung, ein geeignetes Start-up, eine Sicherstellung der Kinderbetreuung und potenzielle Kooperationspartner. Nur zu sagen, komm her, bei uns ist die Luft so gut und die Berge so schön im Winter zum Skifahren, das genügt heute nicht mehr. Und das Letzte, eine ausgeprägte Willkommenskultur. Und jetzt mache ich einen Schnitt hier und hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen willkommen war. Danke fürs Zuhören.